Genau, ich erzähle heute mal was aus der anderen Richtung über Return-Oriented Programming. Das ist eine Art und Weise, wie man Anwendungen exploiten kann. Also wenn man irgendwie versucht, aus einem Programmkontext auszubrechen, ist das so ein Weg, den man mittlerweile ja häufiger wiederfindet, weil er einige Vorteile bietet gegenüber Dingen, die einem ja bei anderen Exploits so vorkommen. Aber bevor wir da ganz genau drum, stimme ich erstmal die Rahmenbedingungen so ein bisschen ab. Wo kam die Aufgabe her? Das ist in dem Fall eine Aufgabe aus dem DEFCON Qualifier CTF. Das war, ich glaube, vor 1,5 Monaten. Und da gab es unter anderem, ganz oben sieht man das, so eine Reihe an Baby First Steps Aufgaben. Das sind dann halt eben leichte Einstiegsaufgaben, die gaben auch alle nur einen Punkt. Und die sind halt darauf ausgelegt, dass jemand, der auch mal mit den Aufgaben anfängt, sich zu beschäftigen, sind die machbar. Also dann braucht man dafür halt auch irgendwie noch ein paar Stunden, aber das ist halt erst machbar. In dem Fall nannte sich das Ganze dann Rob Baby. Der Hinweis auf Return-Oriented Programming ist dann schon irgendwie sehr nah. Und wir sind hier dann auf 64-Bit Linux. Das ist ein bisschen anders als 32-Bit Linux, aber das tut für das Ganze jetzt nicht so ein Riesen ab. Genau. Bevor wir anfangen, was was Return-Oriented Programming ist, so ein Kurzeinstieg in, wie sieht eigentlich so Speicher bei so einem Programm im Computer aus? Da gibt es nämlich dann zwei Teile, auf die man sich aufteilt, oder effektiv drei, aber der untere Teil, die drei, sind nicht ganz so relevant jetzt hierfür. Das halt irgendwo liegt im Speicher der Programmcode, darüber sind dann initialisierte Variablen, die im Programmcode schon mal irgendwie vordefiniert waren, dann so ein Bereich an globalen Variablen, die nicht zur Laufzeit angelegt werden, die aber keinen definierten Datenwert haben zum Start des Programms. Und darüber kommt dann der Heap, ein Haufen an Speicher, also alles, was dynamisch irgendwie anfällt. Das ist, wenn man programmiert, kennt man das dann üblicherweise mit malloc und free. Das ist halt das, was dynamisch auf Bedarf nachgeordert werden kann. Und ja, wo halt große Datenstrukturen üblicherweise irgendwie abgespeichert werden. Und wenn man jetzt von der anderen Richtung kommt, aus Effizienzgründen, dass man sich nicht irgendwie Bereiche markiert für hier liegt das, hier liegt das, hier liegt jenes, ist das noch aufgeteilt, dass man von den niedrigen Speicheradressen wachsend nach oben aufwärts eben diese Sachen für den dynamischen Speicher verwendet und den Stack quasi von oben nach unten wachsen lässt. Das verwirrt den einen oder anderen. Irgendjemand versucht auch mal zu argumentieren, der wächst eigentlich von links nach rechts oder von rechts nach links. Das sei viel besser verständlich. Ich finde das ganz in Ordnung, wenn der von den hohen Speicheradressen eben nach unten wächst. Da sind ein paar Sachen mit bei, die man beachten muss. Dafür hilft uns das gleich bei dem Return-Oriented Programming ein bisschen weiter. Das Ganze ist eben einfach nur ein Stapel. Das heißt, man kann da Daten draufschieben. Dann wird die Stack-Pointer-Adresse kleiner. Dementsprechend wird der Stack größer. Und ja, da sind dann zum Beispiel so Dinge drin, wie wenn ein Programm durchläuft, das heißt Call und Return passiert, also wenn man einen Funktionsaufruf innerhalb eines Programms macht, dann wird der Stack dafür benutzt, sich zu merken, wohin es dann nachher zurückgeht, wenn man eben das, wenn die Funktion zu Ende ausgeführt wurde. Da kennt man das dann im Zweifelsfall auch vorher mit dem Stack Overflow Fehler, dass eben, wenn der Stack irgendwann voll ist, dann war es das, dann kann man nicht noch mehr ausführen, dann hat man den Heap unten erreicht oder die Grenze des Stacks, je nachdem, in was für einem System man arbeitet. Und um das jetzt halbwegs verständlich mal ein bisschen rüberzubringen, habe ich so ein kurzes, absolut ineffizientes Programm in Assembler links hingeschrieben und spiele damit jetzt einmal kurz den Lauf durch, was so passiert, wenn das normal abläuft. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, die soll zwei Zahlen addieren. Das ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll, weil das kann eigentlich so ein CPU schon selber. Dafür eine Funktion zu definieren an der Stelle ist nicht so hilfreich. Aber wir schieben als zwei Funktionsparameter RDI und RSI. Das sind in der 64-Bit Linux Calling Convention die ersten beiden Parameter. Übergeben wir 1 und 2 auf die als Parameter und führen dann die Funktion add auf oder führen die Funktion add auf, die an der Speicheradresse D41 dann zu finden ist. Bevor der Aufruf gemacht wird, wird sich jetzt noch gemerkt, bei 04 geht es weiter, das landet auf dem Stack, können wir rechts oben sehen. Dann fängt sich an, die Funktion noch ein paar andere Sachen abzusichern, den Base Pointer für den Stack, für die alte Funktion,
den wir jetzt hier an der Stelle nicht genau wissen, deswegen ist er einfach als Basepointer alt markiert im Stack, wird abgesichert. Der aktuelle Stackpointer wird als neuer Basepointer für den Stack quasi definiert. Das ist dann da, wo die nächsten Variablen anfangen. Und dann sagen wir noch, ah, wir brauchen 8 Byte für irgendwelche lokalen Variablen. Das heißt, der Bereich, der Stack wird noch um 8 Byte erstmal vergrößert. Und dann fängt er an, auf diesem Stack eben was zu arbeiten. Das ist dann wie eine lokale Variable. RDI wird da reingespeichert, das war vorher 1. Dann wird auf die Variable auch noch die 2 drauf addiert. Dann haben wir auch die 3 da drin und wir holen uns das wieder zurück in das Register für den Rückgabewert. Das ist nämlich auch RDI. Und dann müssen wir danach nur noch wieder sicherstellen, dass alles, was wir vorher verändert haben, wieder rückgängig gemacht wird. Das heißt, der Stackpointer wird wieder zurückgesetzt, der sieht wieder klein aus. Wir schieben den alten Basepointer wieder zurück in das Basepointer-Register und führen jetzt das Return aus. Und das Return guckt eben nach, das war die 4, die drinstehen, das heißt, es geht bei Adresse 4 wieder weiter. Und das ist was, damit kann man arbeiten, weil wenn wir irgendwann den Stack modifizieren können und es ist nicht mehr das drin, was da eigentlich mal drin stand, was das Programm dafür gesorgt hat, sondern wir können das selber überschreiben, dann haben wir auf einmal ja einen ganzen Haufen an Möglichkeiten, weil wir anfangen können, den Stack halt mit eigenen Adressen zu befüllen, idealerweise nur mit kurzen Stückchen an Adressen, wo danach sogenannte Gadgets ausgeführt werden. Die sehen dann ungefähr so aus, wie die im Detail aussehen, ist gar nicht so wichtig. Ist ganz wichtig ist einfach nur, die hören eigentlich immer auf einen Return auf oder auf einen Call, wo sie wiederum eine andere Funktion aufrufen und dann am Ende auch wieder in einem Return enden. Und damit kann man sich beliebigen Programmcode einfach aus dem restlichen Programmcode, der in dem Programm schon drin ist, zusammenbasteln. Und das ist die Quintessenz von dem Return-Oriented Programming. Damit hat man ziemlich, oder damit umgeht man eine Reihe von Problemen, weil so, man hat irgendwann festgestellt, oh, wir haben eine Sicherheitslücke, wir können Programmspeicher überschreiben, der irgendwie ausgeführt werden soll, aber das passiert an Stellen im Heap, die überhaupt nicht ausgeführt werden sollen. Also sagen wir einfach, das, was da im Heap ist, das kann man gar nicht ausführen. Das muss man vorher erst als ausführbar markieren. Das kann man meistens als Eingabe, als jemand, der die Daten eingibt, nicht. Und dementsprechend wird verhindert, dass die Daten ausgeführt werden. Wenn ich aber einfach nur Adressen übergebe, wo es heißt, da spring dahin, mach danach das, tu dieses, tu jenes, dann steht da kein Code mehr drin, der ausgeführt werden soll, eben, sondern nur Adressen, die nachher zu dem hingegangen wird. Und damit umgeht man das Ganze. Es gibt wiederum natürlich dann Möglichkeiten, dass man versucht zu erkennen, dass bestimmte Bereiche überschrieben worden sind und dann wird eine Programmausführung abgebrochen. Das nennt man dann sogenannte Stack Guards. Damit kann man das prinzipiell verhindern. Doof ist aber, wenn man irgendwie noch so ein Information Leak hat, wo dann der Stack Guard einfach ausgelesen werden kann und dann schreibt man den halt auch munter mit seinen anderen Daten wieder zurück und dann interessiert das auch keinen mehr, was da eigentlich vorher drin stand. Weil es ist ja das Gleiche, was man wieder zurückgeschrieben hat. Und das Programm, das jetzt hier eigentlich die Aufgabe war ein echt simples Programm. Da konnte man nämlich einfach die Basisadresse der libc, also der Library für ja so alle Basisfunktionen, die man so benutzt, im Linux-Programm ausgeben lassen. Man konnte sich Adressen von Funktionen ausgeben lassen und man konnte einen Buffer übergeben, in dem halt einfach der Stack überschrieben wurde. Das können wir noch mal ein bisschen im Detail angucken. Das ist ungefähr der relevante Code für die Funktion. Der ist bewusst so klein gehalten. Wenn ihr die PDF nachher anguckt, kann man sich das auch im Detail noch mal angucken. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. Der wichtigste Punkt ist einfach nur unten in der Ecke. Das ist nämlich der Teil. Den können wir noch mal ein bisschen kürzer darschreiben. So sieht das dann im Pseudocode aus. Das ist einfach nur, dass die Daten, die übergeben werden, auch mit angegebenen Länge, an den Basepointer geschrieben werden. Und wenn wir jetzt daran erinnern, der Stack wächst nach unten. Das heißt, wenn wir an den Basepointer was schreiben, dann können wir alles andere, was vor dem Basepointer liegt, von den alten Funktionen eben überschreiben und uns unsere eigenen Rücksprungadressen reintun. Dafür gibt es dann entsprechend auch Hilfstools, mit denen man zum Beispiel die faulste Variante ist ungefähr nämlich genau das. Man nimmt ein Tool, das analysiert die zur Verfügung stehenden Daten und rechnet sich einfach aus. Hier liegt der Code, hier liegt jener Code und bastelt einem das zusammen. Das rechts ist einfach ein Python-Skript oder ein Ausschnitt von dem Python-Skript, was daraus zurückfällt, mit den ganzen Adressen. Und das kann man im Grunde schon fast da drauf werfen. Da muss man noch ein bisschen die Offsets anpassen, weil heutzutage wird normalerweise der Adressbereich randomisiert. Da muss man dann nochmal eine Möglichkeit finden, das Offset zu finden. In dem Fall war das besonders einfach, weil man konnte sich einfach ausgeben lassen. Man übergibt die Daten und
man hat eine Shell auf dem System und bekommt dann nachher seine Flag. Aber das ist so, das sind irgendwie, ich glaube, um die 30 Einträge oder sowas. Das ist ein ganz schön heftiger Batzen. Das geht effizienter. Wenn man sich nämlich mal ein bisschen so Dinge anguckt, wie, oh, guck mal, in der libc, da gibt es einen String, der heißt binsh. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, um eine Shell zu starten. Der ist schon mal drin. Das heißt, wir brauchen nur einen Pointer dahin. Dann gibt es ein Gadget, das man häufiger findet, eben nimm das Register rx vom Stack, hol das RDI vom Stack und rufe dann das auf, was an der Adresse von rx steht. Und das ist am Grunde auch schon wieder perfekt vorbereitet. Man sucht sich dieses Stack, schiebt das als Rücksprung auf den, ja, als neue Rücksprungadresse an, man gibt es als neue Rücksprungadresse an, übergibt dann die Adresse von der Funktion System, die nämlich einfach einen String annimmt und den dann ausführt und übergibt dazu noch die Adresse oder den Pointer, wo binsh liegt, und dann hat man auch seine Shell. Nur mal bei drei Dingen, die man noch irgendwie auf den Stack schreiben müssen, ist ziemlich effektiv. Wenn ich jetzt in Frage zu fragen, geht das noch effizienter? Alleine die Frage lässt vermuten, ja, das geht. Wir können runter auf einen. Es gibt nämlich häufig, oder in der Lizenz, so das Magic Gadget. Da ist einfach alles drin, was man eigentlich schon hätte tun wollen. Da muss man nur hinspringen und das startet einem eine Shell. Da müssen zwar so ein, zwei Bedingungen drumherum passen, das war in dem Fall gegeben. Die Shell ist da und das war's. Da muss man nur an die Adresse von der 0x4652c da oben eben hinspringen und man hat eine Shell gespawnt. Ziemlich kurz und knapp. Ja, und im Grunde war es das auch schon. Ich verweise da einfach nochmal an so ein paar Sachen, unter anderem ein Kollege von uns quasi, der Ron, der hat ein richtig ausführliches Write-up nochmal geschrieben, der geht nochmal deutlich tiefer in die 64-Bit-Architektur mit ein, was alles Mögliche geht. Wichtig im Zweifelsfall, wenn man mit sowas anfängt, sind dann auch die Calling Conventions. Das ist immer eine gutes Basisding. Und entsprechend das Rob-Gadget-Tool, das ich an der Stelle verwendet habe. Von den Tools gibt's oder die Tools gibt's wie Sand am Meer. Also das ist zum einen eine ziemlich triviale Programmieraufgabe. Da gibt es das eine oder andere noch. Das ist jetzt in dem Fall das, was wir verwendet haben. Und so als Randbemerkung noch erwähne ich nochmal CTF-Time, wo die nächsten CTFs, die stattfinden, die auch hier irgendwie dann wieder daran teilgenommen werden sollen, aufzufinden sind. Das nächste ist jetzt erst, glaube ich, am 10. Juni oder so. Das zieht sich noch ein bisschen hin. Danach ist DEFCON, im Sommer ist immer ein bisschen dünne. Ja. Juli, selbstverständlich. Genau. Genau, mit den die Gadgets, das sind im Grunde alles die Enden von Funktionen, die man in den ganzen Programmen halt findet. Also das ist halt alles, was da ist. In einem normalen Programm sind das nicht so viele. In dem Programm, was jetzt in dem Fall drin war, waren es, glaube ich, 91 unique Gadgets, die zu finden waren. Und wenn man sich in dem Fall das anguckt, das sind irgendwie in der libc, die ich da zur Verfügung hatte, waren es 21.500 irgendwas. Das ist so in dem Ausmaß, das reicht üblicherweise aus, um vollständig alles machen zu können, was man möchte. Man muss halt ziemlich erfinderisch werden, wenn das nicht gegeben ist. Aber die Möglichkeiten sind da ziemlich groß. Üblicherweise ist das, was dann davor ist, was das kaputt machen würde. Also es sind ja gewisse Sachen, die man nicht benutzen darf an der Stelle. Sonst ja, und der andere Punkt ist im Zweifelsfall, es ist deutlich einfacher, mit kurzen Gadgets sich Dinge zusammenzubasteln.